Herzlich willkommen beim Podcast der Fraktion Die Linke im Bundestag. Ja, gut 100 Tage ist die schwarz-gelbe Koalition jetzt im Amt und die Bilanz, außer Spesen, nichts gewesen. Die einzige gesetzgeberische Tat der Wunschpartner Union und FDP bisher war das Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Oder sagen wir besser das Schulden- und Umverteilungsbeschleunigungsgesetz. Für die Parteikassen von Union und FDP haben sich die Spesen allerdings bezahlt gemacht. Naja, vielleicht lässt die Kanzlerin ihr Kabinett künftig in einem Mövenpick-Hotel tagen. Zum Regieren kommen die Dauerstreiter der Koalition sowieso nicht. So lobte Finanzminister Schäuble zum Beispiel die von US-Präsident Obama geplante Bankenregulierung. Westerwelle aber bindet ihm die Hände. Außer wohlfeilen Ankündigungen hat die Regierung bis heute nichts gegen die Ursachen der Finanzkrise getan. Immer stärker aber treffen die Lasten der Krise die Bürgerinnen und Bürger. Zunehmende Arbeitslosigkeit, steigende Defizite in den Sozialkassen und rigide Kürzungen bei den Leistungen der öffentlichen Hand. Gut, dass die Linke im Bundestag rasch Tritt gefasst hat. Der Krise begegnet die Linke nicht mit Appellen zum Maßhalten. Kurzfristig fordern wir, dass das Arbeitslosengeld I auf 24 Monate verlängert wird. Der Bund muss dazu auch wieder die volle Haftung für die Defizite der Bundesagentur für Arbeit übernehmen. Die Linke verlangt generell einen Schutzschirm für die sozialen Sicherungssysteme. Wir lehnen die geplanten Zusatzbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte ab und wollen die gesetzlichen Krankenkassen finanziell stärken. So muss der Bund den Kassen für Krankenversicherte Arbeitslosengeld II-Bezieher endlich eine angemessene Summe von mindestens 260 Euro monatlich überweisen. Die Linke hat auch einen Antrag vorgelegt, um dem Lohn- und Sozialdumping bei der Leiharbeit einen Riegel vorzuschieben. Wir fordern gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Langfristig setzt sich die Linke für ein umfassendes Zukunftsinvestitionsprogramm ein. Deutlich mehr Geld soll in Bildung, Gesundheit, Kultur, in erneuerbare Energien, in öffentlichen Verkehr und in den öffentlichen Dienst gehen. Damit könnten bis zu 2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Finanziert unter anderem durch eine Millionärs- und eine Börsenumsatzsteuer. Weitere Vorschläge der Linken finden Sie auf unserer Webseite. Na, klicken Sie mal rein.